So, da sind wir schon wieder zurück. Nämlich, wie ihr wisst, neuer Tag, neuer Shop. Ich habe auch schon gesehen, was es gibt. Also, es wird immer schwerer, keine V-Bucks auszugeben. Aber ich bleibe bis jetzt noch eisern. So, wie immer, kurz in eigener Sache. Ihr seht ja, unten ist ein neuer Passive-Code. Der liebe, wie heißt er nochmal? Marcel Schießwald hat ja jetzt zweimal hintereinander den Code geknackt. Aber die nächste Zahl wird schon bekannt gegeben, sobald wir 570 Abonnenten haben. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, aber es dir doch ganz gut gefällt, was ich hier so generell mache. Wie gesagt, ich lade alle Aufgaben hoch, täglich den Shop, zwar immer ein bisschen spät, liegt aber an der Arbeit. Ihr wisst ja, ein bisschen Geld muss man auch so verdienen. Also dann lass gern ein kostenloses Abo da und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop, Maus finden. Und wie ihr seht, die Gruselbeauftragte ist da. Ganz ehrlich, sie passt gut in die Welt. Weil die hat ziemlich viel Grün, weil derzeit die Map ist sehr grün, dann sehr viel Schwarz mit drin. Ich sehe das halt immer so ein bisschen als Tarnung. Also da muss ich sagen, ist der Skin eigentlich perfekt. Perfekt zum Spielen. Weil er halt diesen vielen Aspekt da hat. Das Weiß, ja gut, wenn das Weiß nicht da wäre, wäre er wirklich perfekt in meinen Augen. Weil grün, schwarz, so sieht eigentlich so generell, sag ich mal, die Map aus, wenn man mal ein bisschen drauf achtet. So, dazu natürlich wie immer passende Rückenaccessoire, passt natürlich perfekt. So, wir gehen direkt mal weiter. Der Unterdrücker ist wieder da. Der Skin, der mir wirklich überhaupt nicht gefällt. Passend mit dem richtigen Erntewerkzeug. Na, das ist natürlich wieder. Das gefällt mir halt wirklich gut, weil da halt wieder ein gewisser Sound ist, der nicht immer da ist. Aber nochmal kurz auf den Skin. Also, wie gesagt, ich feiere ihn halt wirklich nicht. Ich weiß, er sieht einfach komisch aus in meinen Augen. In Blau noch schlimmer. Der Rücken passt natürlich perfekt zum Skin, aber eigentlich könnte man den auch direkt so an den Skin dran machen. Ohne Accessoire im Prinzip. Aber die Sache ist, er hat natürlich keine Geschmackssache, aber mir persönlich gefällt er halt nicht. So, die Spitzhacke hatten wir. Ja, dann, was mich derzeit alle fragen in den Kommentaren: Kannst du mir den schenken? Kannst du mir den schenken? Leute, wenn ich könnte, würde ich jeden Tag ein 2K-Skin verschenken. Aber ich habe noch eine Familie zu ernähren. Ich habe keinerlei Einnahmen bis jetzt, was YouTube an sich betrifft. Also wird das Ganze ein wenig schwierig. Habt einfach ein bisschen Geduld. Vielleicht ändert sich das noch alles. Aber Stand jetzt einfach nicht machbar. So, wie ihr seht, die Variante, habe ich ja gestern schon gesagt, funktioniert eigentlich nur im Schnee. Die Variante würde ich eigentlich am ehesten empfehlen. Also, ja, eher die hier. Ihr müsst halt immer überlegen, wie weit fallt ihr auf in der Welt. Aber der hier geht eigentlich. So, natürlich des Weiteren der wunderschöne Rucksack. Also, wer den Rucksack anzieht, der, ne. Also, ohne Quatsch, der gefällt mir absolut nicht. Geht gar nicht. Dann die Schädelsichel. Ah, in dem Stil sieht die natürlich richtig nice aus. Weil vom Aussehen her 1 plus. Ja, Ton ist auch okay. Na gut, der hat noch diesen Effekt, oder? Ja, aber den sieht man, glaube ich, kaum im Spiel. So, dann haben wir der Sargsegler. Wie gesagt, hat mir gestern auch schon alles drin. Und Shadow Ranger. Aber da ist dasselbe. Da muss man sich halt echt, das ist halt so reine Geschmackssache, finde ich. Aber vom Auffallen her würde ich sagen, eher den hier nehmen. Weil hier der fällt, glaube ich, doch ein bisschen mehr auf. So, sonst haben wir, glaube ich, noch nicht mal. Ne, da haben wir hier die Basketballspielerin, auch schon gestern drin gewesen. Und dann der Basketballkorb. Das habe ich gestern gar nicht gehört. Vom Ton her top. So, dann noch der wunderschöne Kleider. Ist wieder auch so ein Kleider, den kein Mensch braucht. Ja,
Der Skin ist natürlich wieder was anderes. Also der gefällt mir halt, wie gesagt, gestern schon gesagt, relativ gut. Aber würde ich mir halt trotzdem nicht holen. So, dann haben wir als Emote. Die Musik kennt jeder. Typische Musik aus der Lobby. Dann gönn dir was Süßes. Ist halt genau dasselbe wie beim Popcorn, nur halt jetzt mit den Süßigkeiten. Oh, nee, das macht er mit dem Popcorn nicht. Ja, kann man sich drum streiten. Oh, Serena Williams. Nur mit ein bisschen anderem Gesicht. Sieht eigentlich ganz nice aus. Oh, aber das Gesicht gefällt mir gar nicht. So, dann Staub von den Schultern. Wie immer, da fehlt mir der Ton. Ist halt nur die Animation. Ein ganz leichtes Kick. So, dann haben wir noch die Lackierung. Die finde ich persönlich geht eigentlich. Mal gucken, wie. Ja. Auch bei allen Modellen sieht die gut aus. Auch bei dem Boot sieht es gut aus. Weil beim Boot sieht man eigentlich immer die Tarnung verkacken. Aber hier würde ich sagen, funktioniert das Ganze. So, letzter Skin, nämlich blendend. Ja, ob der 1200 wert ist, der hätte auch grün sein können, ganz ehrlich. So, damit sind wir schon wieder durch mit dem Shop. Wie immer, gebt nicht zu viel Geld aus. Denkt dran, ihr habt keinen Vorteil oder sonst irgendwas davon. Rechnet euch einfach aus. 12 Euro, 12 Euro, 20 Euro, 15 Euro. Ob es das halt wirklich wert ist. So, aber in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.